Wie feiere ich dann die Messe selber mit? Naja, möglichst so, wie ich sie auch in der Kirche mitfeiere. Wenn ich reingehe, natürlich mache ich ein Kreuzzeichen mit ein bisschen Weihwasser. Vielleicht habe ich kein Weihwasser jetzt zu Hause, aber ich kann trotzdem vor der Messe schon einfach mich hinsetzen und 2 Minuten einfach darauf warten, dass die Messe beginnt, diesen YouTube-Kanal schon mal aufrufen und einfach ein bisschen selber still werden. Ich hole mir am Eingang normalerweise ein Gotteslob. Ich kann auch jetzt hier, wenn ihr ein Gotteslob zu Hause habt oder ein anderes Liederbuch verwendet wird für die Messe, die meisten schreiben es unten in diese Beschreibung, schaut einfach vorher rein und bereitet euch ein bisschen vor. Weil es etwas ganz anderes ist, wenn ihr die Lieder mitsingen könnt. Wenn ihr musikalisch seid, umso schöner. Wenn ihr nicht so musikalisch seid, auch gut, es hört euch ja eh keiner. Gott schaut auf das Herz und wer singt, betet doppelt. Also wirklich, ich ermutige euch, singt, was das Zeug hält, in dieser Messe mit. Eine weitere Möglichkeit, die man jetzt vielleicht sonst in der Messe nicht unbedingt machen würde, aber die sehr helfen kann, ist, die Texte mitzulesen. Es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Manche kennen vielleicht das Magnificat, das ist so ein kleines Heftchen, was man einmal im Monat bestellen kann, wo die ganzen Texte drin sind und auch andere Gebete von jedem Tag. Es gibt aber auch verschiedene Apps, die man sich aufs Handy holen kann, also die Stundenbuch-App, da sind auch die Tagestexte mit drin, oder die App von Evangelizo, Evangelium Tag für Tag. Etwas, was ich gerne mache, ich rufe gerne die Webseite vom Kloster Beuron auf und da gibt es den Schott, also wenn man einfach googelt Schott Beuron, dann kommt man auf diese Seite und da hat man nicht nur die Tagestexte, sondern man hat auch die Gebete, die der Priester spricht. Das heißt, die kann man dann auch mitlesen und es ist vielleicht auch etwas, was in dieser Zeit eine neue Entdeckung sein kann. Ich persönlich achte sehr viel auf die Lesung und auf das Evangelium, aber manchmal gehen die Gebete so an mir vorbei und mir hilft es sehr, die dann mitzulesen. Der Priester feiert die Messe alleine oder vielleicht nur mit sehr wenigen. Er hat aber trotzdem eine Predigt vorbereitet und diese Predigt ist für uns. Ja? Und die Predigt ist ein sehr wichtiges Element des Gottesdienstes und ist aber auch etwas, was manchmal sehr schnell wieder weg sein kann. Ich empfehle euch gerade dann, wenn ihr jetzt alleine seid, überlegt doch mal, ob es euch helfen könnte, ein paar Notizen zu machen. Einfach sich ein Tagebuch zu besorgen oder vielleicht auch nur Zettel und Stift. Und wenn der Priester etwas sagt oder wenn sonst im Gottesdienst irgendetwas kommt als Gedanke, wo ihr denkt, das möchte ich festhalten, da möchte ich mich später daran erinnern, schreibt es einfach auf. Denn das sind genau die Momente, wo eben diese geistige Dimension wirklich zum Tragen kommt, ja, wo unser Geist angesprochen ist. Und es kann uns sehr helfen, das festzuhalten und vielleicht ein paar Tage später nochmal darauf zu schauen. Also probiert das einfach mal aus, gerade jetzt, wo es keiner sieht. Dann natürlich klar, ich habe vorhin auch über die leibliche Dimension gesprochen, dass die sich ausdrückt auch in den Bewegungen, die wir machen. Also wir stehen zum Beispiel zum Evangelium oder zum Vaterunser. Wir sitzen bei anderen Gelegenheiten, wir knien uns in der Messe auch hin. Je nachdem, wie es bei euch in der Gemeinde üblich ist, wie es aber auch für euch gut ist, schaut, dass ihr möglichst viel von diesen Bewegungen auch mit nach Hause übernimmt. Und es kann schon damit anfangen, dass in dem Moment, wo die Messe anfängt, ich aufstehe. Weil in der Kirche würde ich ja auch aufstehen, wenn der Priester reinkommt. Ja? Das kann mir helfen, wirklich diese Messe mitzuvollziehen. Und es ist so, die Wahrheit, dass ich vor Gott stehe in dem Moment, wenn ich das Evangelium höre, ist viel größer und viel wahrer, als die Wahrheit, dass ich da vor meinem Computer stehe. Ja? Deswegen vollzieht es einfach mit. Ich glaube, es hilft. Friedensgruß ist auch so eine Sache, wieder die leibliche, soziale Dimension. Auch wenn ich alleine bin, der Priester spricht mir auf jeden Fall den Segen zu und ich kann ihm den Frieden zu und ich kann ihn auch laut zurückwünschen. Ja? Und ich kann auch in dem Moment an die Menschen denken, mit denen ich im Herzen verbunden sind, an die Menschen, mit denen ich sonst meine Bank teile, die ich einfach aus meiner Gemeinde kenne, die anderen, von denen ich weiß, dass sie vielleicht jetzt auch den Livestream-Gottesdienst mitschauen. Und wenn ich Möglichkeiten habe, mit Menschen gemeinsam, meiner Familie, den Livestream-Gottesdienst zu schauen, ja natürlich, dann geben wir uns alle den Friedensgruß, so wie es in diesen Zeiten möglich ist. Und dann der Höhepunkt in der Eucharistiefeier, eben der Kommunionempfang.
Normalerweise kann ich eben in der Messe, wenn ich bereits bei der Kommunion war, wenn ich auch darauf vorbereitet bin, nach vorne gehen und kann auch kommunizieren. Das ist jetzt nicht möglich. Ich sehe nur, wie der Priester kommuniziert. Und das soll mich aber nicht davon abhalten, wirklich in diesem Moment den Herrn zu empfangen. Die Kirche lehrt uns, dass es die geistliche Kommunion gibt. Wir haben das in den letzten Wochen auch oft gehört. Es ist oft gesagt worden von den Priestern, vielleicht in den Livestream-Messen oder bei anderen Gelegenheiten haben wir es gelesen, dass es diese geistliche Kommunion gibt. Ich kann und will das jetzt nicht in der Tiefe erklären. Es gibt da schon andere sehr, sehr gute Videoimpulse dazu, die ich euch sehr ans Herz lege. Aber der Gedanke ist eben folgender: In dem Moment, wo mir die Hostie, in der Jesus Christus mit Leib und Seele gegenwärtig ist, vor Augen gestellt wird, in dem Moment nicht im gleichen Raum, sondern durch die Vermittlung dieses Livestreams, dieses Bildschirms, in dem Moment kann ich wirklich in meinem Herzen die Sehnsucht wachsen lassen, den Herrn in der Kommunion zu empfangen. Wenn ich wirklich es ersehne, den Herrn in der Kommunion zu empfangen, dann ist es mir in dem Moment auch möglich. Das ist das, was die Kirche uns lehrt, und das ist das, was ich uns allen wünsche, dass wir das in dieser Zeit immer tiefer entdecken. Ich kann auch an dieser Stelle die Routine, die ich sonst in der Messe habe und die mir sonst vielleicht hilft, ins Gebet zu kommen, reaktivieren. Ja? Es ist hoffentlich eine gute Routine. Vielleicht mache ich Kreuzzeichen, vielleicht habe ich stille Gebete, die ich noch aus meiner Kindheit habe. Ja, überlegt einfach, wie begegne ich dem Herrn sonst in der Kommunion? Und ja, sehnt euch danach, dass es jetzt auch passiert und der Herr wird es euch schenken. Denn er will ja zu uns kommen. Er will ja zu uns kommen. Wenn die Messe vorbei ist, kann ich natürlich einfach den Computer ausschalten und zum Alltag übergehen. Ich würde euch empfehlen, auch da noch ein bisschen Zeit gehen zu lassen. Gerade weil ich eben wieder diesen Weg nach Hause nicht habe. Gerade weil ich vielleicht nicht dann noch die Orgelmusik habe, die noch ein bisschen nachklingt. Oder in einem Kirchenraum sitzen kann. Aber ich kann auf andere Weise einfach das noch ein bisschen nachspüren. Auch wenn der Computer aus ist, kurz noch sitzen bleiben, vielleicht die Notizen anschauen, die ich gelesen habe, vielleicht einfach nur die Augen schließen und nochmal ein persönliches Gebet sprechen, das ich ganz alleine spreche. Ja, für mich alleine. Um einfach da noch ein bisschen nachzuspüren, was da eigentlich gerade passiert ist. Ja, und ich habe es vorhin schon gesagt, die soziale Dimension drückt sich natürlich auch darin aus, dass ich manchmal vielleicht nach der Kirche noch jemanden grüße. Manche Priester stehen vielleicht auch im Kirchenausgang und verabschieden alle Leute. Das ist jetzt auch nicht möglich. Aber es ist trotzdem so, dass da ein reales Ereignis stattgefunden hat, an dem ich teilgenommen habe. Und nicht nur ich, wahrscheinlich sehr, sehr viele andere. Ja? Es gibt jetzt einige Livestream-Messen, wo viele hundert Leute sich dazuschalten. Und auch wenn ich die anderen nicht kenne, ja, ich weiß vielleicht, wer der Priester ist, der diese Messe gefeiert hat oder was diese Gemeinde ist. Ja, und ich kann einfach eine Rückmeldung geben, auch wenn ich darum gebeten wurde. Ich kann eine E-Mail schreiben, mich vielleicht einfach bedanken oder etwas zu der Predigt sagen, etwas zu der Liedauswahl sagen. Das ist nicht nur etwas Schönes für den Priester, dem ja auch seine Gemeinde fehlt, seien wir mal ganz ehrlich. Die soziale Dimension ist für den Priester jetzt auch ganz anders. Sondern es kann auch mich daran erinnern, dass ich wirklich an einem realen Ereignis teilgenommen habe. Dass es eben nicht einfach eine Filmaufnahme war, die irgendwann mal war und die ich jetzt quasi für mich aus der Dose reaktiviere. Nein, sondern dass ich quasi wie durch ein Fenster an einem echten Ereignis dabei war und wir auch darüber im Austausch sein können. Und ich auch da meinem Pfarrer sagen kann, wie ich seine Predigt fand, so wie ich das halt eben sonst vielleicht auch tun würde. Ja, ich glaube, in den letzten Wochen sind immer mehr Möglichkeiten zum Livestream entstanden. Ich hoffe, dass ihr vielleicht schon den Livestream gefunden habt, die Gemeinde gefunden habt, wo ihr euch wohlfühlt, ja, dass ihr gut diese Zeit leben könnt. Vielleicht ist es auch eine Zeit, wo man mal nicht nur in eine Sonntagsmesse reinschaut, sondern auch in andere Angebote. Es gibt auch Stundengebet per Livestream, es gibt auch Werktagsmessen. Schaut einfach, welchen Platz die Liturgie in eurem Leben zu Hause haben kann, gerade weil dies eine Zeit ist, wo wir dieser geistigen Dimension besonders bedürfen. Es ist wichtig
für unsere Gesundheit, für unsere Hoffnung, für unsere Freude. Ja, dass wir mit Gott in Verbindung bleiben. Und dazu gehört das persönliche Gebet, dazu gehört aber eben auch das Gebet in Gemeinschaft. Und das sieht jetzt vielleicht anders aus, aber es ist trotzdem möglich. Gottes Segen.